Willkommen zurück zu Goetia. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich weiß immer noch nicht. Aber wir wollten in den nächsten Raum gehen. Das hier geht erstmal vor. Was haben wir denn hier so? Aha. Ah, sie hat sich gerne da drin versteckt. Und Annie hat sie da nie gefunden. In der Box ist irgendeine Art weißes Pulver. Und ich kann da reingehen in diese Kiste. Da ist irgendwie, ja, es scheint aus der Bücherei von oben gekommen zu sein, ein halber Schädel. The Pen, ja, das Schwert, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Und sie hat sich wieder etwas gemerkt, also sie merkt sich unglaublich viel hier. Da werden wir noch viel zu tun kriegen. Hier geht es wieder eine Galerie hoch. Hier darf ich mich wieder umgucken, aber da darf ich nicht rein. Ja, ich komme nicht überall rein. Ich darf da immer noch nicht durch. Also ich lasse es mal da hier. Solange ich nicht weiß, was ich damit tun soll oder kann, lasse ich das, glaube ich, einfach mal hier stehen irgendwo, ne? Da, wo ich es hatte. Dass ich es wiederfinde. Weil ich halt einfach noch nicht weiß, was damit zu tun ist. Was geht denn hier jetzt ab? Federn? Wow. Huch. Guten Abend, junge Lady. Wer bist du? Ah, come on. Du hast mich verwundet. Okay, es war natürlich einige Zeit vergangen, aber... I am one of the kind your father did so love to talk about, okay? Ah, also bist du einer dieser Dämonen, die mein Vater studiert hat, ein Rabe. You must be Malphas, okay, das scheint Malphas zu sein, aber Dämonen existieren nicht. Ja, ich denke, du hast recht. After all, it would not be absurd, not unlike believing in ghosts, perhaps. Must say, I'm rather surprised to see you right here now. Okay. Ja, was willst du? Ja, was will ich? Oh, I see. Yep, I must be... Er wollte ihn immer beschwören, aber er ist nicht aufgetaucht, aber jetzt für sie ist er aufgetaucht. You did not summon me and... Okay. Also Abigail hat ihn nicht beschworen, aber er ist trotzdem aufgetaucht. Chirp. Ach, er weiß selber wohl scheinbar nicht, warum er hier ist. Nicht sicher. I do recall that I was summoned. Also er wurde schon beschworen, aber in einen sehr, sehr merkwürdigen Weg, und es war schon bei Annie. Annie hat ihn gerufen. Also die Schwester. Und dann hat sie ihn wohl gefangen innerhalb dieser Wände, durch die ich ja auch nicht gehen kann. Alles, was er weiß. Für
Ich glaube, ich mache gleich mal die Texte ein bisschen größer. The Seagull on the ceiling. Could this be a hint and answer? Okay. Das ist hier schon wieder das nächste, ne? Also wir brauchen einander. Ah, er braucht das Blut eines Blackwoods, also eine Abstammung. Entschuldigende Vergleich, aber scheinbar fließt nach wie vor das Blut der Blackwell durch meine Venen. Ja, das stimmt aber schon. Simply forget that I'm watching you every move. Also der beobachtet uns jetzt. Und hier ist das nächste, wo wir nicht durch können. Also wir dürfen hier nirgends durch. Das ist echt strange. Es gibt also scheinbar noch einige Plätze, ne? Hier dürfen wir auch nicht durch. Es ist echt blau, wenn blaue Absperrungen, gelbe Grenzen, die wir nicht überschreiten können. Also so viel, wo wir nicht drüber dürfen. Ah, guck mal, und sie macht sich auch Notizen hier. When I'm close to his feather, I feel like something is calling me, but it's feel. Also hier komme ich nicht weiter. Hier schon. Oh, massenhaft Bilder, die ich angucken könnte jetzt. Edward Hopkin, 10 Jahre alt, 1940. Alexander Hopkin, 1939, 28 Jahre alt. Aha. Annie Hopkin. 1940, ob das Annie meine Schwester ist, die dann geheiratet hat und jetzt Hopkin heißt? Annie Hopkin. Annie ist a grown her. Aber sie erkennt sie noch. Also scheinbar ist das hier die Schwester wirklich, die nochmal geheiratet hat. 31 Jahre. Gabriel Hopkin. Da muss ich doch nochmal näher schauen. Ah, die Housekeeper. The Ruined Tower reminds me of the village. Was haben wir hier? Ein Silbermedaillon. Mit einem Bild. Und das da war Vaters Sessel mal, okay. Ja, sie wird nie rauskriegen, wie Wein schmeckt. Ich fliege jetzt erstmal ein Stück rüber. Was haben wir hier? Gabriel Hopkin, ach, den hatten wir schon, Entschuldigung. Das da. Robert Hopkin, 14 Jahre alt. 1940. Also sie hat. Entweder sind Notizen dabei, wie alt sie wurden, oder ja. Und die Gläser sind immer noch voll, als hätten die Leute wirklich in Eile das verlassen. Ja, und damit kommt man wohl in die Küche. Mit diesem Küchenaufzug kann ich wohl vielleicht in die Küche nach unten. Das wäre mal interessant, ob ich da wirklich rein kann. Oder vielleicht kann ich da Sachen runterschicken. Gucken wir mal. Da, in die Richtung ging es, glaube ich, noch weiter. Ja. Ah, guck mal, hier hat's Raben. Und ein Spiegel, wo ich mich natürlich noch nicht mehr sehen kann. Hier komme ich natürlich auch nicht durch. It's a little notebook, ein kleines Notizbuch. Ein paar von den Seiten sind ausgerissen, weggeschmissen.
Aber vielleicht gibt es die ja noch irgendwo. Also ich müsste vielleicht ein paar Seiten dazu suchen. Komischer Platz für ein Büro, ja. Four wooden spheres ornate in front of this box. A word is written on each. An original ornament for such a box. Okay. Auf jeden Fall ein sehr detaillierter Statue und das Ding kann ich mitnehmen hier auch wieder. Aber ich weiß halt in dem Fall wieder mal nicht, plumps, wohin ich das am besten mitnehmen sollte. Upala, halt. Nicht so weit. Auf jeden Fall alles gar nicht so einfach. Jetzt bin ich wieder draußen. Ne? Hier konnte ich wieder rausgehen. In den Keller komme ich noch nicht. Licht in der Dunkelheit, ja. Und sie möchte bisher noch hier im Anwesen bleiben und noch nicht rausgehen. Also sie will noch nicht gehen. Und ich komme hier aber nirgends rein bislang. Also es ist echt noch sehr, sehr rätselhaft. Ich habe hier ein Notizbuch. So eine Art Esszimmer. Da eine Feder und ein Pulver. Oh, guck mal, die Feder kann ich auch nehmen. Ist das vielleicht deine Feder? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, dann gehen wir mal runter. Ich probiere jetzt einfach mal, wie es mit der Feder hier zu diesem Notizbuch zu fliegen. Ob ich da was machen kann mit. Ja, scheinbar nicht. Also noch weiß ich nicht, ob man hier irgendwie Sachen kombiniert. Dots, Punkte. A. D, E. Dots. E, J, A, D. Also jedes Ding hat da ein paar mehr. Ob das jedes Mal um 1 weitergeht? Nein. Alone, da fehlt ein E jetzt. Da kommen wieder die. Oh, doch nicht Dots. Da ist noch eins. Da sind noch ein paar mehr hier hinten. Okay. Ja, da müsst ihr wahrscheinlich rauskriegen, was es ist. Was ich da tippen muss. Annie. Eagle. Was hat sie dazu gesagt? Was könnte das sein? Warte mal, ich lege erstmal hier die Feder einfach auch hier ab. Falcon, Eagle, das passt auf jeden Fall alles da nicht rein. So ein kurzes Wort. Ja. Da könnte ich das hinstellen, jetzt nach unten fahren, ne? Also ich könnte Sachen da scheinbar nach unten schicken. Ah, wahrscheinlich muss ich die Seiten suchen, ne? Wo könnten die Seiten sein?
Lass mal auf die Karte gucken. Ja, ich gehe mal davon aus, hier komme ich auch nicht runter. Oh, hier komme ich doch runter. Ist ja cool. Ah, und hier kann ich mit dem Ding auch Sachen hin und her fahren, scheinbar. Genau, hatte ich ja gesagt. Was haben wir hier? Oh. Happy Hunting. Langsam setzt sich hier was zusammen. My young brother. Ja. Weiß jetzt nicht, hat er das. Mal guck mal. Jetzt hat er. Ah, man muss es schön zusammensetzen, dass das Ding, dass das Spiel merkt, dass ich es auch richtig einsetze. So, und jetzt habe ich es auch gespeichert. My young brother, it's been a while since. Since irgendwas happened. Put your keen mind on the test. First clue. Chariot. Happy hunting. Chariot. Was ist Chariot? Jetzt bin ich gerade echt überfragt, was Chariot ist. Aber wir haben hier einen Hinweis bekommen. Was natürlich nicht so schlecht ist eigentlich, ne? Geräucherter Knoblauch, yeah. Was haben wir hier? Ein leeres Blatt Papier in der Wand, wahrscheinlich für Notizen oder so. Also hier kann ich auch wieder nicht weitergehen, scheinbar. Eine dicke Metalltür. Ah, guck mal an. Und da habe ich ein Zahlenschloss. Ah, interessant. Also ich muss eine Zahl rauskriegen. Und was haben wir hier? Ja. Ich muss eine Zahl rauskriegen und Dings. Ja, So, ja, nachdem ich gerade irgendwie zu blöd bin, das eine Wort zu übersetzen, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch, ne? Abonniert den Kanal. Dann seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis zum nächsten Mal werde ich nachgeschaut haben, was Jared ist. Weil, tut mir leid, aber irgendwie, da lässt mich mein Englisch gerade im Stich. Und dann wollen wir mal gucken, ob uns das weiterhilft bei der Suche oder der Lösung, bei dem Lösen des Rätsels. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.